Hallo und herzlich willkommen zurück bei XCOM 2 Long War of the Chosen. Ich bin's, der Black. Ja, und wir sind wieder auf der Avenger, wo wir mittlerweile dabei sind, die letzten beiden Räume auszuräumen, was ein Vorteil und auch ein Nachteil ist. Der Nachteil ist natürlich, wir finden da ab und zu Ressourcen drin und die werden wir dann nicht mehr finden. Das heißt, die Vorräte, die werden uns dann schlicht verloren gehen. Hier werden es wahrscheinlich nicht mal mehr Vorräte sein. Könnte man, glaube ich, sehen, wenn man drauf geht. Und hier werden wir... müssten wir nicht eigentlich noch einen Ingenieur bekommen haben? Ach ne, den haben wir ja schon reingesetzt, denn ist er ja schon in Arbeit. Okay. Fikro Ferese, unser neuer Ingenieur, der hat ja hier schon angefangen. Da werden zwei hier rüber switchen, sobald es soweit ist. Aber noch nicht gleich. Wie gesagt, der Nachteil ist, dass wir halt dann komplett daraus keine mehr Ressourcen mehr intern generieren müssen. Wir müssen über die Einnahmen der Verstecke gehen und wir müssen über die Einnahmen der was wir aus den Missionen gehen. Und dafür hoffe ich, dass wir in dieser Mission, während wir in der letzten Jahr durchaus erfolgreich waren, wieder keine Verwundeten bekommen. Mittlerweile sind wir wieder auf 4 geschrumpft, das ist gut. Das bedeutet, der Alpha-Trupp, der einsetzbar ist, ist auch wirklich einsetzbar. Der Gamma-Trupp, der hat noch 2 Verwundete, aber kann halt im Notfall auch wieder Reserven kriegen. Auch hier Spacebar, der Shinobi, der ebenfalls verletzt war und schon eine ganze Weile, schon eine Mission davor, der ist wenigstens wieder am Start. Ja, wird schon werden. Gucken wir mal, was wir heute kriegen. Möglicherweise ja, eine neue Mission. Der Delta-Trupp ist momentan unterwegs, der Gamma-Trupp, der Beta-Trupp auch. Ich glaube, einer von den beiden hat eine Überfallmission und der andere... War das ein Überfall? Überfälle, Edward Beutezug, genau. Da ist der Beta-Trupp unterwegs und den Delta-Trupp lassen wir hinten. Ich glaube, 5 Mann insgesamt versuchen zu evakuieren. Das werden wir aber hinkriegen. Wir gehen noch weiter auf schneller heilen, um die Leute ein bisschen schneller heilen zu kriegen. Kriegen auch ein neues Ziel derweil. Ein 2-Tage-Ziel, das kriegen wir aber nicht hin. Obwohl ich gerne mal wieder ein bisschen Info- und Informationspakete und hast du nicht gesehen, rausgezogen hätte. Nee, das wird nichts. Weiter. Dafür haben wir aber bei Bolzi Black Mask, Black Mats, die neue Fähigkeit runter. Aktiviere diese Fähigkeit, damit alle Verbündeten in Befehlsreichweite bis zum Ende der Feindrunde 4 weniger Schaden durch Explosivangriffe erleiden. Wenn es nicht vermeidbar ist, dass zum Beispiel dass ein Mech noch steht und der potenziell Raketen schießt oder was weiß ich, ein Muton vielleicht Dingens, wäre das vielleicht eine schlechte, gute Sache. Das Problem ist, erstens muss ich das antizipieren. Cool ist übrigens auch, dass der auch seine Augen im Schatten hat. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Okay, muss ich das aber antizipieren und muss das voraussehen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Wir werden es trotzdem versuchen. Und wir könnten noch eine weitere Mission machen. So, einmal pro Kampf können wir gegnerische Verstärkung um eine Runde verzögern. Das ist nicht schlecht. Was ist Feuerprobe? Jeder Soldat unterhalb des Rang eines Sergeants wird nach jeder erfolgreichen Mission befördert. Unter dieser Mission wird er dann automatisch befördert. Das Problem ist, der Alpha-Trupp, und da ist Blackie ja der Führer hier, der wird wahrscheinlich keinen mehr in der Größe haben. Es sei denn, es fällt mal einer dauerhaft aus durch, naja, Verwesen. Hoffen wir es nicht. Aber passieren kann es. Nichtsdestotrotz müssen wir den dann von alleine aufbauen. Das kriegen wir dann aber hin. Ich würde den Störsender nehmen, denn manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Verstärkung eine Runde später kommt. Das Problem ist, es kann dann durchaus sein, dass mal 2 Runden Verstärkung kommt, weil die darauf folgenden Verstärkungen, die verzögern sich nicht. Das weiß ich schon, weil ich es schon mal in einem anderen Durchgang getestet habe, sagen wir es mal so. Aber ja gut, Wissen ist Macht. Manchmal ist eben dieser Störsender durchaus nicht unhilfreich. Wir nehmen den mit. Das heißt natürlich, dass der Oberleutnant Bolzi Black Mask ein bisschen hinterherhängen wird mit den anderen Fähigkeiten. Das ist aber okay. Kriegen wir hin. Das wird schon werden. 8 Tage dauert diese ganze Ausbildung. Okay. Ist halt so. Wir heilen dafür unsere Leute ein bisschen schneller. Kriegen ein weiteres Ziel. 2 Tage Advent Militärgut wäre gut, aber 2 Tage ist zu wenig. Das lassen wir. Sie sollten die Schlichtheit dieser Taktik erkennen, Commander.
Denn es ist die gleiche, die sie gegen die Ältesten einsetzen. Okay, eine unserer Wissenschaftlerinnen ist ein bisschen verwundet für 8 Tage. Die fällt dann halt dummerweise aus. Das große Problem dabei ist... Commander, wir müssen auf die Sabotageversuche der Auserwählten aufpassen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ich das mache. Ich sehe nämlich keinen Grund, wie wir irgendwie eine Gegensabotage machen könnten oder Gegenspionage. Die haben halt ihre verdeckten Einsätze, wir haben unsere verdeckten Einsätze. Ist wie es ist. Wir heilen trotzdem schneller. Gegen das nächste Ziel. 6 Tage, da könnten wir tatsächlich mal reingucken. Gegenstand zum Adventzug, einen Hinweis finden. Das sollten wir so langsam mal angehen. Kurs auf Sektor 12, Ostafrika. Commander, in dem Gebiet finden sich chemische Spuren, die auf eine Mischung hochexplosiver Komponenten hindeuten. Wenn wir nicht aufpassen, könnte alles in Flammen aufgehen. Ich habe den Gamma-Trupp genommen, weil da am wenigsten Leute noch drin sind. Die sind natürlich noch nicht wirklich gut ausgestattet. Da müssen wir wirklich was dran drehen. Ich will aber meine jetzigen Ressourcen in Reserve behalten. Ich hoffe mal, dass die das auch so hinkriegen. Wir können aber natürlich noch ein paar Leute aus der Reserve mit reinziehen. Wir haben Shinobi, die lassen wir. Aber die Tamika ist wieder einsatzbereit. Nehmen wir die mit. 7 bis 9 bis zu 100% infiltriert. Das wird sich vielleicht gleich ändern, weil ich die Jungs noch ein bisschen ausrüsten muss. Ja, machen wir trotzdem. Also, Nano-Schuppenweste. Lalala, Keramikpanzerung. Mehr kriegt unser Shinobi nicht. Hier die Tamika. Die bekommt natürlich auch eine Nano-Schuppenweste. Ebenfalls eine Keramikpanzerung. Die bekommt eine zweite Splittergranate und eine Blendgranate. Und nein, wir haben keine Frostgranate mehr. Gibt es nur einmal. Also, hier könnten wir mal das hier rausnehmen. Brauchen wir nicht. Gehen wir da stattdessen panzerbrechende Munition mit dazu. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. 97%. Ist aber noch bei 7 bis 9. Sind dann trotzdem noch getarnt. Wir werden mit diesen 6 Personen diese Mission spielen und hoffen, dass wir gut dabei durchkommen. Haben wir eine Kevlar-Rüstung? Logischerweise haben wir keine andere zur Verfügung. Wir haben auch kein weiteres. Doch, wir haben eine Laserkanone. Ja gut, er hat selber schon eine. Okay, dann ist es Wurst. Wir könnten aber in den weiteren damit ausstatten, weil irgendeiner wieder seine abgeben musste wegen Krankheit. Nun gut. Warum musste einer eine Laserkanone wegen Krankheit abgeben? Ein Schütze ist doch gar nicht... Okay. Ach! Ja. Ne? Wie gesagt, diese Kameradschaftsausbildung. Genau dasselbe Theater. Auch da musst du die Rüstung abgeben und so weiter und so fort. Hat den Vorteil, wie gesagt, kann ich dann einsetzen. Den Nachteil, ich muss sie immer neu ausrüsten. Kennen wir alles. Was haben wir denn eigentlich an... du hast schon... Grenadier. Was könnten wir dem Grenadier Gutes tun? Plus ein TP wäre nicht schlecht. Vielleicht geben wir... Tiefenwahrnehmung brauchst du auch nicht. Beweglichkeit 10, Ausweichen brauchst du auch nicht. Komm, wir geben hier den einen TP hier. Dann hat unsere Reservegrenadier auch eine schöne Ausstattung. Und haben wir noch einen... Nee, haben wir nicht. Na gut, dann bleibt es dabei. Dann gehen wir so rein. Nochmal kurz auf die Müdigkeit geschaut. Ja, alle heile. Ich will nicht, dass noch jemand wie Powerkartoffel ermüdet und deswegen eine schlechte Eigenschaft kriegt. Die haben wir ja immer noch mit der zu kämpfen. So, also raus, raus mit euch. Der Gamma-Trupp, der derzeit von der Ausstattung wahrscheinlich mit Abstand schlechteste Trupp, ist damit ebenfalls wieder im Einsatz. Wir gehen wieder zurück zum schneller Heilen. Neuen Kurs. Vielleicht können wir dann nächste Folge mal irgendwo anders hin fliegen, weil wir dann wieder geheilt sind. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Sehr schön. Die Psionik-Forschung ist abgeschlossen. Wir gehen ein neues Forschungsprojekt aussuchen. So, durch genaue Studien der Alien-Methoden zur Nutzung und Anwendung der Psi-Energie sollten wir sicher mehr als genug geeignete Kandidaten für die Ausbildung zum Psi-Soldaten finden. Aber angesichts der fortschrittlichen psionischen Fähigkeiten, die wir bei den verschiedenen Alien-Spezies beobachtet haben, könnte das nicht ausreichen. Zur Vorbereitung für diese neue Soldatenklasse habe ich den Chip verwendet, den wir dem Commander entnommen haben, um diese Technologie zu studieren.
die zum Sammeln und Abgeben psionischer Energie nötig ist. Als Ergebnis habe ich eine psionische Verstärker entwickelt, der die in der Lage ist, die psionische Energie, zu deren Nutzung sie ausgebildet werden, zu fokussieren und zu verstärken. Auch wenn das Risiko von negativen Nebeneffekten hoch ist, prognostiziere ich eine Möglichkeit für unsere Soldaten, mit neuen Kräften die Grenzen zu durchstoßen, die wir als sicher einstufen können. So, das bedeutet, wir haben einerseits zum Bau das Psi-Labor. Das Psi-Labor ermöglicht die Ausbildung von Rekruten zu Psi-Soldaten, erweitert die Standardausrüstung um intensive mentale Prüfungen, die verborgene psychanische Begabungen offenlegen. Wir bekommen einen Bonus auf Psi-Fähigkeiten auf Kosten des Willens. Und unsere Wissenschaftler haben eine neue Idee auf Bezug der Alien-Verschlüsselung. Das ist ja tatsächlich eine Quest, die wir machen müssen. Wenn wir sofort mit der Forschung beginnen, sollten wir schneller als üblich Ergebnisse sehen. Wenn wir mit dem Forschungsobjekt beginnen, statt dieser Inspiration zu folgen, geht sie verloren. Kennen wir alles? Wir werden es auch nehmen. Es kostet uns mal wieder Info. Wir haben 122, sind also wieder im unter 100 Bereich. Gut, wir nehmen es trotzdem an. Im Gegensatz zu den Innerhalb der engen Räumlichkeiten der Avenger fehlt mir der Platz, um einige unserer theoretischen Experimente durchzuführen. Vielleicht bei der nächsten Landung. Vielleicht. So, jetzt habe ich das da unten offen und das ist aber okay. Neue Forschung. Im Gegensatz zu der gewöhnlichen Verschlüsselungsmethoden, auf die wir bei irdischen Datenspeichern treffen, scheinen die Aliens eine fortschrittliche Matrix aus mechanischen und biologischen Verschlüsselungsverfahren in Kombination mit psionischen Interferenzen zu verwenden. Die Vorstellung, die komplexesten Pläne der Aliens aufzudecken, ist gleichermaßen faszinierend wie furchteinflößend. Okay, wir nehmen diese Mission, denn sie ist, wie gesagt, ein wenig geboostet. 6 Tage dauert es noch, vorher macht das zu unserer höchsten Priorität machen. Und wir haben momentan einen verletzten Wissenschaftler, das heißt, das wird sowieso ein bisschen schneller gehen. Okay, wir haben es gesagt und getan und werden es tun, besser gesagt, das Psi-Labor. Das will ich hier reinbauen und ich habe auch genau dafür diese 150 Vorräte aufgespart. Das kostet uns 3 Energie. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Energie, aber das wird sich hoffentlich auch bald ändern. Müssen wir gucken. Gegebenenfalls kann hier unten nochmal eine Energiespule oder eine Energierelais rein. Alles zu seiner Zeit. Das hier können wir auch noch ein bisschen aufwerten. Werden wir sehen. Das wird wahrscheinlich das erste sein, was wir tun. Wir können Ingenieure reinsetzen. Also da ist noch ein bisschen Platz. Ingenieure werden wir ja ein paar zur Verfügung haben. Hoffe ich. Dass wir das wirklich tun können. Ansonsten. Ich denke mal, die Vorratslieferung läuft. Testbereich, Legierungspanzerung läuft. Wir kriegen bald eine Vorratslieferung. Das läuft auch. Dann können wir mal unsere Trupps noch besser ausstatten. Im Psi-Labor haben wir ja schon eine Kandidatin. Wenn wir jetzt hier auf die Soldaten gehen, die noch als Rekrut da ist, die habe ich auch absichtlich, weil wir sie ja schon gesehen hatten, mit den 33 Psi. Die Sarit Segal, unsere Israeli, die hat hohe Psi-Fähigkeiten. Sie kann auch recht schnell laufen, das ist schön. Zielen könnte besser sein, also sonst wäre sie Sturmsoldat gewesen worden, aber bei den hohen Zielfähigkeiten, ich denke mal, da wird sie die erste Kandidatin sein, die eine Psi-Soldatin wird. Deswegen steht sie auch hinten noch in der Reserve und deswegen habe ich sie auch noch nirgendwo eingesetzt, um ihr noch keine Beförderung zu verpassen. So, okay. Nichtsdestotrotz, ich denke, wir gehen mal auf die Brücke. Werden noch weiter, wie gesagt, schneller heilen und eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Nicht die komplette Folge, und zwar bis die Widerung. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Vor allem mit Verwundungen in diesem Fall, aber na gut, okay, da müssen wir mit leben. Wir haben aber einen Avatar-Fortschritt leider gekriegt. 2 düstere Ereignisse wurden fertiggestellt. Auch nicht so gut. Abgeschlossene Guerilla-Einsätze sind 6, abgeschlossene Beutesiege 2. Wir haben Widerstandsgerüchte untersucht, 2. Avatar-Fortschritt wurde reduziert, einmal erforschte Technologie haben wir sogar 4. Abgeschlossene verdeckte Aktionen, 1 nur. Testbereichsprojekte haben wir dafür 3 geschafft. Abgeschlossene Angriffe auf verdeckte Aktionen, 1. Und bezwungene Advent-Überfälle haben wir auch einen hinbekommen, obwohl das echt haarig war, muss man zugeben. So. Mein Fokus. All meine Bemühungen wurden belohnt.
Ich bin gestärkt. Ja. Die Ältesten haben mich gesegnet. Nein, ermächtigt. Ich bin stärker denn je und werde sie nicht enttäuschen. Ich war vorher schon gut, aber das hier ist völlig anders. Ich habe eine ganz neue Stufe erreicht. Ja, man hört auch die Auserwählten. Ich habe meine Beute schon durch die Zeit selbst verfolgt. Glauben Sie wirklich, dass Sie sich vor mir verstecken können? So, der Hexer ist am weitesten vorn. Vielleicht, weil er am meisten im Einsatz war. Die anderen beiden, ja, sind noch ein bisschen weit zurück. Der Hexer ist okay, der darf gerne weiterbleiben. Wie gesagt, das Wissen, ich weiß nicht, ob die wirklich die Avenger zerstören könnten, wenn die im Wissen so weit voranschreiten. Aber ich denke, wir haben da noch ein bisschen Zeit. So, düstere Ereignisse, die momentan laufen können, ist die Fähigkeit Schattenschritt. Oh Gott, wenn jemand wie die... Die Lanzenträger Schattenschritt bekommen, das sollten wir irgendwie verhindern können. Aliens explodieren mit Kurzstreckenteleportion. Okay. Kodexe. Kodex-Einheiten erhalten die Fähigkeit Schattenschritt und können nicht mehr durch Zielen von Rex. Okay. Kodex ist okay. Das ist auch nicht okay, aber ist halt wie es ist. Wir hätten hier ein verdecktes Ereignis. Wir schauen uns das mal an. Versucht die Rekrutierungsbemühungen des Widerstands zu untergraben. Blitzpropaganda auf dem Land. Ja, das wäre auch nicht schön. Noch mehr Gesichtslose unter unseren Leuten. Das wäre noch weniger schön. Na gut, wir hoffen, dass wir diese alle verhindern können. Da wir mittlerweile hier ein bisschen Einfluss haben, können wir die Ressourcenbelohnungen hier hinsetzen. Durch Beförderung erzielte Fähigkeitspunkte werden um 25% erhöht. Wir werden das hier, denke ich, auch als Gesetz setzen. Denn, klar wäre schön, das jetzt zu haben, aber da haben wir noch nicht den Einfluss bei den Schambizlern. Vielleicht kommt er noch. So, weiter. Verstanden, Commander. Okay. Neues Ziel. Stil Edward Militärgut, 17 Stunden. Vergessen wir. Und hier unten natürlich die Vorratslieferung, die gehen wir direkt an. Avenger berechnet neuen Kurs. Sind nur 109, aber ja, wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Wir haben ja jetzt ordentlich was rausgeballert. Ein neues Ziel. 4 Tage ist mir immer noch zu wenig. Das Ergebnis unsterbliche Treue ist abgelaufen, das düstere Ereignis. Das bedeutet, dieses düstere Ereignis ist nicht mehr aktiv. Das heißt, wir haben nicht mehr ständig diese Heinis am Start. Das ist gut. Die dauerhaften, die verstärken halt dauerhaft die Jungs. Aber die anderen, es ist gut, dass das abgelaufen ist. Es ging mir auf den Sack. So. Weiteres neues Ziel. 2 Tage, Dr. Furahata, zwei Tage brauchen wir auch nicht drüber reden. Wir haben stattdessen die Vorratslieferung Setze eingesammelt. Kurs auf Sektor 5, Indien. So, mit diesen Vorräten, gehen wir direkt mal in den Schwarzmarkt. Avenger berechnet neuen Kurs. Verkaufen kann ich jetzt nicht viel, aber möglicherweise kann Der ich Markt wieder ist offen. Jemanden rekrutieren. Wir haben sogar zwei, Ethan Johnson. Und ein Techniker. Schütze und Techniker, Schütze und Techniker. Ich will nicht alles ausgeben. Wir nehmen den Schützen mal mit. Ja. So, Ethan Johnson, der nächste, der Ziel überprüfen. Oh, vielleicht Blitzpropaganda rekrutieren wird schwieriger. Das würde ich so gern spielen. 21 Stunden. Wir können es uns gerne angucken, aber ich werde euch sagen, warum wir das für unmöglich befinden müssen. So. Ist egal, welches Team wir da jetzt einsetzen. 9%. Extrem stark. 31 bis 88, bis 33. Dasselbe wäre hier unten beim Dingens-Team. Selbst wenn ich hier Leute rausnehme, kriege ich da, ja, ihr seht schon, 17%, immer noch extrem stark. Das, wir können so weitermachen. Sind immer noch extrem stark. Selbst nur mit dem Schattenmeister wäre diese Mission schlicht
hier unten wäre es noch auch sehr stark nicht zu machen. Selbst wenn wir das als Ein-Mann-Mission spielen können. Unmöglich. Unmöglich. Lassen wir. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Ja, tut mir leid. Dann muss das halt so sein. Wir gehen stattdessen nochmal auf schneller heilen. Neuen Kurs. Können wir den Rest der Folge tatsächlich wirklich machen. So. Und wir haben wieder einen weiteren Helden bekommen. Ein Fraktionsheld. Ein Schnitter. Juhu. Fügt den Reihen von XCOM einen Fraktionshelden hinzu, gewährt neue Widerstandsbefehle und verdeckte Aktionen. Ein wenig Erfahrung haben die beiden gewonnen und der Zusammenhalt ist gestiegen. Commander, wir haben soeben den Kontakt zu einer neuen Widerstandsfraktion hergestellt, die sich selbst die Schnitter nennt. Sie sind nur schwer zu fassen, aber das hier ist ihr Hauptquartier. Wir sollten das Gebiet umgehend scannen, um die Vorteile dieser neuen Kooperation zu nutzen. Ja, haben wir unsere durch die Formen des Widerstands schon? Mögen sich unterscheiden, aber wir kämpfen für dieselbe Sache. Für die Welt, die wir einst kannten. Gemeinsam werden wir diese Besatzung beenden oder beim Versuch sterben. Meine Leute haben sich von der Unterdrückung durch die Aliens befreit und dank ihrer Disziplin überlebt. Wir vertrauen nicht auf die Technologie der Aliens und würden niemals in ihren Städten hausen. Okay, damit wir sind Jäger, die sich im Schatten bewegen und werden nicht ruhen, bis auch das letzte Alien tot ist. Einverstanden. Damit haben wir Falls die letzte Sie etwas Fraktion. Neues für uns haben, Commander, die Schnitter stehen bereit für weitere Befehle. So, verdeckte Dinge, die schauen wir uns später an. Wir gehen erstmal neue Fraktionen zuweisen. Denn das ist definitiv nötig. Mit den Schnittern haben wir die letzte Fraktion rausgeholt. Das ist sehr gut. Was wir nicht haben, ist natürlich genug Einfluss, um da ein bisschen was zu machen. Deswegen wäre es vielleicht ganz günstig, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Haben wir einen. Nein, unsere. Der Harry Fendler könnte. Der Alene könnte. Wir könnten auch den Schnitter selber schon reinschicken. Der ist selbst auch schon ganz gut dabei. Wäre vielleicht... macht keinen Sinn. Wen haben wir denn noch? Sparrow. Ich glaube, der war die ganze Zeit mit im Einsatz mit dabei. Den nehmen wir mal dabei, um auf den Auserwählten weiter Jagd zu machen. Und dann halt einen, der Spezialist Sturm Zangmenhee oder Molly McIntosh. Wir haben zwei Spezialisten im Einsatz. Einer ist gerade außer Gefecht. Ich nehme die Molly mal mit. Die hat ja schon gute Leistung geliefert. Hinterhalt 7%. Ich glaube, das kriegen wir hin. Einfluss niedrig, Dauer 8 Tage. Bestätigen wir. Los geht's. Aktion starten. Wir arbeiten Hand in Hand mit unserem neuen Verbündeten. Sehr schön. Damit kriegen wir bei den Scharmützlern möglicherweise hin, hinzubekommen. Wir gehen mal in die Truppverwaltung, denn in der Truppverwaltung können wir dem Epsilon-Trupp mehrere Soldaten neu zuweisen. Und zwar einerseits den Spark, das habe ich ganz vergessen. Die Sarit-Segal wird eigentlich auch schon zugewiesen kommen. Wenn Sie die Wahrheit über die Templer wissen wollen, gut möglich, dass Sie alle verrückt sind. Ja, wir haben Ihre Macht gesehen, aber ich habe noch nicht einen getroffen, der mir vernünftig erschien. Allerdings würden sicher auch viele die Wege der Schnitter hinterfragen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Was hier in diesem Team definitiv noch fehlt, ist tatsächlich ein Spezialist und ein, ein Shinobi. Die sind beide nicht unwichtig. Zwar kann der Schnitter, wenn ich den jetzt hier reinsetze, und das werde ich wahrscheinlich tun, auch eine gewisse Spionagerolle übernehmen. Die ist aber bei beiden nicht so gut wie, oder Scout-Rolle übernehmen, die ist aber zumindest hier im Long War nicht so gut wie die des Shinobis. Der Shinobi ist viel, viel besser darin,
im Long oder im normalen Spiel, in der normalen Erweiterung, im War of the Chosen, ohne Mods, da würde ich den Schnitter jederzeit dem Schnobi, den es da ja eh nicht gibt, vorziehen. Der ist da deutlich besser, weil der hat eine Spezialfähigkeit, eine Spezialschattenfähigkeit, die er so hier nicht hat, beziehungsweise er kann sie aktivieren für 2 Runden, aber dann fällt er wieder aus dieser Tarnung raus. Ohne ist die besser als die Shinobi-Tarnung, aber mit muss er sie erstmal haben. Ist egal, er steht jetzt wieder mit hier drin, und da, wie gesagt, hier der Techniker und der Shinobi fehlen. Ich will, im Notfall könnte man hier oben von der Reserve einen abziehen, allerdings ist es auch gut, hier oben in der Reserve zu haben. Mal gucken. Wir werden den Corporal Ethan Johnson, der ja schon ein Schütze ist, stattdessen oben in die Reserve mit verfrachten. So. Dafür müssen wir den noch ein bisschen umbenennen. Das machen wir alles heute mal in dieser Folge noch. Viel mehr wird hier nicht passieren. Das wird mal wieder eine Avenger-Folge. Muss aber auch mal sein. So, also. Fangen wir mit dem Corporal an. Individualisieren ihn. Coole Frisur. Steckdose gefasst. Wie sind die Dinger? Avatar-Frisur wahrscheinlich. Ethan nicht, sondern der Johnson, der kriegt das Sternchen davor für die Reserve. Sehr gut. Ja. Unser Schütze Ethan Johnson kriegt noch die Beförderung. Ist direkt Messerkämpfer etc. pp. Volltreffer, Streifschüsse erhalten, zusätzliche Chance ist auch okay, aber haben wir ja so schon. Nahkämpfer wären wir nicht. Kampffähigkeiten brauchen wir auch nicht. Wir nehmen hier den Volltreffer wieder. Ausräuchern oder Abriegelungen. Plus 15 Trefferchance gegen Feinde, die sich bewegen. Oder eben formidabel. Ich nehme die Abriegelung. Weil tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob die Schützen schon mal irgendwie großartig beschossen wurden. Vor allem mit Granaten oder sowas in der Art. Das kann natürlich vorkommen, aber effektiv habe ich ja eh immer ein bisschen weit hinten. Schauen wir mal. So, okay. Die Beförderung haben wir durch und dann schauen wir noch bei Wanda, Bones, Lundala. Also Bones, welche Beförderung kriegst du zusammen? So, Schnitter. Feldwebel, Wanda Bones, Ludana, Schnitter, hat die neue Fähigkeit Schatten, gewährt dem Soldaten Schatten, eine fortschrittliche Form der Verborgenheit für 2 Runden anhält. Das kann ich natürlich danach irgendwann wieder aktivieren. Ich weiß nicht, wie lange der Cooldown da war, vielleicht 3 Runden, vielleicht auch nur 2, aber selbst wenn sie dann aus der Verborgenheit fällt, ist halt doof. Vielleicht war es auch 4 Runden, auch möglich. Okay, Blutspur, Schüsse verursachen plus 2 Schaden und ignorieren bis zu 40 Ausweichen, wenn das Ziel in dieser Runde verwundet wurde. Eine gute Sache. Messerjongleurin fügt Wurfmessern einen Bonusschaden hinzu und gewährt ein zusätzliches Wurfmesser. Jeder tödliche Primärangriff gewährt eine Wurfmesserladung. Okay. Totalkampf für Granaten und so. Einmobilität, 5 Zielgenauigkeit beim Werfen von Granaten oder Benutzen eines Objekts beendet nicht mehr die Runde. Das Werfen von Granaten hat keine Abklingzeit und du kannst 2 Felder weiter werfen und ihr Radius ist um 1 erhöht. Auch nicht schlecht. So eine Art Feldwebel, Grenadier, Scharfschützen, Shinobi-Kombination. Also ein Shinobi, Scharfschütze, Grenadier. Ein Scharfnobier. Genau. Der Schnitter ist in Wirklichkeit ein Scharfnobier. Wir nehmen aber trotzdem die Blutspur. Den Scharfnobier lassen wir nicht. Wir können auch den Scharfnobier-Listen machen. Aber heilen soll nach Möglichkeit auch mit denen nicht der Fall sein. Was können wir hier? Scharfschießen. Deine Fernangriffe heißen plus 2 Rüstungspenetration und plus 15 Zielgenauigkeit gegen gedeckte Einheiten. Das sieht sehr gut aus. Eine Runde zu verstümmeln und bewegungsunfähig zu machen ist auch nicht schlecht, aber könnten wir schon mit als Bonus nehmen. Werden wir wahrscheinlich auch den Schattenschritt. Jeder Soldat, der keine Reflexschüsse auslöst, ist ein guter Soldat. Ne? Scharfnobier. Der Scharfnobier kriegt aber das Scharfschießen auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Serie. Eine mächtige Kettenschussfähigkeit. Für jeden mit dem Vektor erzielten Kill werden deine Aktionen zurückerstattet. Heißt im Klartext, wenn ich das hier aktiviere, dann auf jemanden ziele, den wegballer, der tot umfällt, kann ich wieder auf jemanden zielen, den wegballern, der tot umfällt, dann kann ich wieder auf jemanden zielen, der tot umfällt und so weiter und so fort. Hat aber den Nachteil, der steht hier nicht,
mit jedem Schuss wird der Schaden, den ich raushaue, ein bisschen geringer, sodass ich ja halt quasi nicht alles, was um mich herum ist, einfach weghauen kann, sondern, wie gesagt, das funktioniert ähnlich tatsächlich, und das spoilere ich mal ein bisschen, wie bei den Shinobi, die auch eine ähnliche Fähigkeit haben. Unsere ersten Shinobi müssten da fast rankommen. Eine Geistergranate, anvisierte Verbündete für in Verborgenheit zu setzen, ist auch eine coole Fähigkeit für den Fall, dass eben kein Scout im Team ist. Könnte ich mir hier mit einem Scout mehr oder minder schaffen. So, lautloser Tod bei tödlichen Schüssen bleibt der Schnitter garantiert im Schatten. Ja, das gilt aber nur für den Schatten, nicht für die normale Verborgenheit. Da der Schatten aber eh nach zwei Runden aufgelöst wird, halte ich den lautlosen Tod jetzt nicht für die Fähigkeit, wo ich sage, ja, die muss jetzt unbedingt sein. Im DLC, im normalen DLC ohne Mods, ja, definitiv, auf jeden Fall. Aber hier halte ich sie nicht für notwendig. Aber die Serie, die halte ich durchaus für notwendig. Werden Aktionen zurückerstattet. Ja, das nehmen wir. Jo, keine Frage. Kann uns wirklich mal den Hintern retten, wenn wir viele angeschossen haben, aber die nicht weiterkommen und so weiter und so fort. Schattenschritt, dieser Soldat lässt weder Feuerschutz noch Reflexschüsse aus. Ich hau ne mit rein. Sprengwaffen brauchen wir nicht. Unantastbar, wenn du einen Kill erzielst, bildet der nächste Angriff verfehlt dich auf jeden Fall in der Feindrunde. Ist auch cool. Ich will aber nicht alles, was wir hier haben, ausgeben. Wir haben jede Menge X vom FP. Die werde ich mir aber erstmal aufheben, wenn die ersten, nach oben gelevelt sind. Dann gucken wir uns die an und schauen, was wir da noch investieren. Denn diese 91 sind recht schnell weg, wenn man hier hinten zum Beispiel eine 40er-Fähigkeit wählen will. Oder will oder wird. Denn natürlich ist das hinten immer mit am mächtigsten. So. Okay. Waffenverbesserung. Das machen wir dann später, wenn sie in den Einsatz kommt, die Wanda. Gut. Hätten wir das, gehen wir raus und sehen uns in der nächsten Folge wieder. In dieser Folge gab es zur Abwechslung mal wieder keinen Kampf und trotzdem ist die 40 Minuten geworden. Muss aber auch mal sein. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem beim nächsten Mal wieder ein. Da wird es wahrscheinlich garantiert einen Kampf geben. Mittlerweile nur noch 3 Verwundete, das ist toll. Bis zum nächsten Mal, bis denn und tschüss.